Der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, Harry Glawe, besuchte am 10. September das Kreiskrankenhaus in Wolgast, um einen Fördermittelbescheid in Höhe von 500.000 Euro zu überreichen. Schon in der Vergangenheit gab das Land Mecklenburg-Vorpommern 1 Million Euro frei, damit eine ambulante Kinderarztpraxis errichtet und dazugehörige Erstausstattungen wie Tresen und Spielecken für Kinder angeschafft werden konnten. Mit dem neuen Fördermittelbescheid können nun weitere Bauvorhaben vorgenommen werden, um die Praxis weiter auszubauen. Jetzt war es eben noch an der Zeit, einen Fahrstuhl zu fördern, um in Corona-Zeiten auch den Strang zwischen stationärer Versorgung und ambulanter Versorgung auseinanderzuziehen, dass also auch barrierefrei einerseits der Zugang ist und andererseits die Kinder einen separaten Zugang haben mit den Eltern, um in die Praxis zu kommen. Und das war der Beweggrund, diesen Fahrstuhl dann auch noch zu fördern. Auch in weiteres Mobiliar und benötigte IT-Technik werden die neuen Gelder des Landes investiert.